Sarafina und Peter Wollny zeigen offenbar Gesichter der Zwillinge Ausrufezeichen. Seit der Geburt der Zwillinge können Wollny-Fans einfach nicht genug kriegen von den süßen Babyschnappschüssen. Das ist ganz im Sinne von Sarafina und Peter, denn die beiden sind sehr stolz auf ihre kleinen Kämpfer, wie sie Emory und Kasi nennen, und genießen jede Sekunde mit den zwei Jungs. Die Brüder kamen per Notkaiserschnitt in der 30. Woche zur Welt deutlich zu früh. Deshalb befinden sie sich auch immer noch im Krankenhaus, wie der frischgebackene Papa nun auf Instagram verriet. Er und seine Frau wüssten leider noch nicht, wann die Zwillinge nach Hause dürften. Derzeit gehe es ihnen den Umständen entsprechend. Sarafina und Peter Wollny. Wann sehen wir die Gesichter der Zwillinge? Neben dem Zustand des Nachwuchses interessiert die Fans aber auch noch ein anderes Thema, wie sich in dem Q&A auf Peters Instagram-Profil herausstellt. Wie die Gesichter der Barbies aussehen, das weiß neben der Familie und ihren Freunden nämlich noch niemand. Bisher veröffentlichten Sarafina und Peter stets Bilder, auf denen große Herzen auf den Gesichtern der Kinder prangen. Ob wir sie eines Tages auch ohne diese Emojis zu sehen bekommen? Bald bestimmt, erklärt Peter entschieden in seiner Insta-Story. Punkt scheint, als hätten sich die jungen Eltern diesbezüglich schon entschieden und täten es damit Sylvana und Florian gleich. Diese zeigen ihre Kinder Celina Sophie und Anastasia schon seit Jahren im TV und auf Social Media.